Unser nächstes Thema hier im Livestream 2 ist ganz was Spannendes, denn wir dürfen eine Privatuniversität vorstellen, und zwar Schloss Seeburg, sozusagen örtlich in Salzburg angesiedelt, digital, flexibel und persönlich einfach anders studieren. Das behaupten Sie, lieber Thomas Schneidhofer. Sie sind Professor für Personalmanagement und Organisation eben an genau dieser Privatuniversität Schloss Seeburg. Ganz viele interessieren sich für Ihren Bereich Personalmanagement und Organisation, heißt das sozusagen komplette Studienfach. Was darf man sich darunter vorstellen? Und ist es vor allem nur weiblich besetzt? Nein, also auf keinen Fall. Also es ist schon etwas, wenn man dann in die Vorstandsetagen schaut, etwas, das hauptsächlich von Frauen besetzt wird. Aber vom Standpunkt der Interessentinnen und Interessenten ist es relativ gemischt. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass die Professorinnen und Professoren, die so etwas unterrichten, ein bisschen mehr die Birkenstock-Schlapfenpartie der Betriebswirtschaftslehre darstellen. Also jetzt nicht unbedingt die Anzug- und Krawattenträger. Wenn total stylisch im Moment. Aber nichtsdestoweniger halt Leute, die sich mehr mit der weichen Seite auseinandersetzen, ohne jetzt natürlich betriebswirtschaftliche Prozesse zu vernachlässigen. Ja. Und dementsprechend kann man sich so die durchschnittliche Person, die sich für Personal auch interessiert, als jemand vorstellen, der mit Menschen arbeiten möchte, der mal Personalauswahl betreiben möchte, der betriebliche Weiterbildungskonzepte vielleicht planen möchte, der sich aber auch vielleicht oder die sich vielleicht für Unternehmensberatung interessiert oder für Coaching interessiert, also solche Wege beschreiben möchte. Also wenn ich zum Beispiel in Tirol schaue, gibt es sozusagen, klar gibt es da große Player auch mit eigenen HR-Abteilungen, aber der Großteil sind so kleine und mittlere Betriebe, weniger, dass es da eine eigene Personalerin oder Personaler gibt, aber so wie Sie sagen, es ist nicht nur, also man muss nicht nur in Konzernräumlichkeiten denken. Nein, und Sie haben immer mit Menschen zu tun, und wo man mit Menschen zu tun hat, dort menschelt's, und im Personal kann man auf so etwas eingehen. Ich weiß nicht, wie wichtig zum Beispiel die Attraktivität für die Intelligenzzuschreibung ist oder was Führungsprozesse beinhaltet und wie man Führungserfolg haben kann, und das braucht man ja auch, wenn man nicht im Personal arbeitet. Also ich hatte zum Beispiel gerade ein Forschungsprojekt, wo es um Klein- und Mittelbetriebe ging und um die Frage, wie man Personalpolitik im neuen Kontext dort betreiben kann. Und natürlich brauchen die auch so etwas wie eine Arbeitgeberin, eine Arbeitgebermarke. Die müssen sich auch die Frage stellen, wie komme ich zu Personal? Und so etwas lernt man dann im Personal auch. Das heißt, Karriere.at, Monster und wie sie alle heißen, gehen bei Ihnen ein und aus. Die holen sich die latest News und die aktuellen Trends vom Vorschau, oder? Hoffe ich zumindest. Aber das ist also, sozusagen, wenn wir das jetzt abseits von einem Scherz betrachten, es ist tatsächlich, also auch das, dafür liefern Sie sozusagen wissenschaftlich fundierte und recherchierte und verifizierte Zahlen. Exakt, ja. Also letztlich, das ist unser Anspruch, aber nicht nur im Personal, sondern in jedem Fach, schon praxisorientiertes, aber aufgrund von, so wie Sie jetzt gesagt haben, empirischen Erkenntnissen abgesichertes Wissen zu vermitteln. Und das ist notwendig, um in der Praxis funktionieren zu können. Ja, man muss wissen, warum, ja, man muss wissen, wie. Und gerade in einer Zeit, wo Fakten immer weniger Rolle spielen, sind Akademikerinnen und Akademiker ganz wichtig, um hier ein bisschen dagegenhalten zu können. Und das sind halt dann die Führungskräfte der Zukunft. Wunderbar. Wir sind bestens informiert worden, lieber Thomas Schneidhofer, Professor für Personalmanagement und Organisation an der Privatuniversität Schloss Seeburg. Jetzt haben Sie noch einmal die Chance, wenn ihr irgendwas vergessen habt, dürfen Sie jetzt einhaken. Also ich denke schon, dass das Studienkonzept der Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung sein sollte. Also wenn man Flexibilität mit fundiertem Wissen vereinbaren will und sich für Betriebswirtschaftslehre generell interessiert, dann denke ich schon, dass wir eine sehr gute Adresse darstellen, weil wir das einfach vereinen können und dabei jetzt auch schon 13 Jahre Erfahrung haben. Wunderbar, das nehmen wir gerne mit. Danke vielmals. Ich danke Ihnen.